Moin zusammen, eine neue Runde Set des Factory. Ja, diese Folge, wie das letzte Mal versprochen, fängt damit an, wie man am einfachsten rund baut und nicht mehr auf die altmodische Art, wo man sich nicht bewegen kann und darf und was ewig in 3 Tage dauert. Ja, was ihr dazu braucht, ist das Spiel. Und ihr müsst euch entscheiden, wo ihr, ich sag's mal so, die Foundation eures Zylinders hinsetzen wollt. Die runde Foundation. Also ihr baut jetzt hier nicht innerhalb von Sekunden den kompletten Zylinder, der bis oben hingeht, sondern die runde Foundation. Ihr müsst euch entscheiden, wohin. Ihr braucht den Anfang. Da macht ihr also irgendwo, wo ihr das Ding hinhaben wollt. Das solltet ihr schon wissen, wohin. Ne? Fundament, machen wir mal hier 8x2 und sagen wir mal, machen wir hier ein Stück höher. So. Dahin. Das gibt der Mittelpunkt eures Kreises. Der wird dann, warte mal, können wir mal hier, nicht, dass das so stört. Sag mal her. Ist halt jetzt hier nicht so, aber ich wollte jetzt nicht so weit latschen. Oh. Mal gucken. So, egal. So, das gibt der Mittelpunkt des Kreises. Achso, ich habe keine Dings mehr in der Hand. Des Kreises. Hier, das. Ja, merken. Das sucht euch aus, wo ihr hin wollt. So, was ihr dann macht. Ihr speichert ab. Also, abspeichern. Nachdem ihr abgespeichert habt, beendet ihr das Spiel. Ja, richtig gehört, beenden. So, nachdem ihr das beendet habt, ja, habt ihr natürlich auch ein Backup von eurem Safecam, aber eigentlich bräuchte ihr nicht, weil es passiert nicht viel. Es wird nämlich sowieso automatisch gleich eine Sicherheitskopie angelegt. So, nachdem ihr das beendet habt, habt den Spielstand gespeichert, geht ihr auf folgende Website. Satisfactory-calculator.com. Das seid ihr hier. Ja, seid ihr hier, seht ihr alles. Das ist diese Webseite, wo ich ja auch mal, ihr habt ja ab und zu mal gesehen, wo ich eingeblendet habe, wo die Strahlung eures Spielstands ist, also euer Atom-Dings, ne, die Strahlung und sowas. Diese Website analysiert und zeigt Daten eures Spielstands an. Das macht ihr auf der interaktiven Map. Da klickt ihr drauf. So, habt ihr, das ist standardmäßig, das ist von irgendwas, das interessiert uns nicht. Was ihr nämlich jetzt hier braucht, ist Klick. Hier, Savegame, also dort hier, so, das ist, wo eure Savegames liegen. Ihr zieht hierhin euer Savegame, ne? Holt euch das aus dem Folder, müsst ihr gucken, wo das bei euch liegt und zieht euer Savegame, was ihr gerade gespeichert habt, dahin. Dann wird der Kram geladen, wie ihr das gerade hier macht. Ja, ich habe gerade hier brauchbar, der analysiert das, dann seht ihr gleich eure Map hier. Ne? Ist ja nichts anderes da, der Savegame, so groß ist das übrigens nicht. Hat ja einfach nur eine Item-ID da drin, wenn man so will. Und die Location, hier sieht man übrigens 39.503 Foundations von den Dingern. Ja. 4.000 von denen habe ich schon gebaut, ehrlich? Ach nee, 4.000 insgesamt, 150 von denen und 3.500, okay, und 315 von denen. Alles klar. Hier, da. Ja. Hier, guckst du, das ist meine Map. Und da liegen übrigens Kisten. Da seht ihr auch, was in den Kisten drin ist. Da stehe ich gerade. Hier, da stehe ich. Ja, da könnten wir eigentlich den Kram hier, weil wir werden das hier mit allem abschalten, ist jetzt egal. Das hier, und jetzt kommt nämlich der ausgabgebende Punkt, ist die Foundation, die wir eben dahin gesetzt haben. Foundation 8x2, Höhe minus 48 Meter, ist egal. Dieser kleine Pfeil, der da oben ist, neben dem Wort Foundation links, ist die Ausrichtung der Foundation. Das ist in diesem Tutorial uninteressant, das ist nur, wenn ihr längere Straßen machen wollt oder Biegungen bauen wollt, da müsst ihr wissen, in welche Richtung die zeigt, die kann man nämlich drehen mit einem Rechtsklick. Rotate. Ist jetzt egal. Ne? Was ihr nämlich jetzt macht, ihr ist diese Foundation, die ihr da braucht, und die braucht es. Ihr macht einen Rechtsklick drauf. Spawn around Foundation 8x1, also um die Foundation etwas spawnen, das heißt irgendwas erzeugen. Draufklicken. Hier gibt es eine Auswahl. Das ist alles uninteressant. Pipe Text, irgendwas, Plain Circle. Das wollt ihr machen. Ihr submittet das Ding. Und dann will das Ding wissen, wie viel Grad. 360, sonst kriegen wir irgendwie nicht einen Kreis. Ein Kreis, der nicht 360 Grad ist, ein bisschen. Und das ist, wie viel Reihen Foundations der da jetzt noch außenrum fabrizieren soll. 6 Stück ist ziemlich viel. Wir machen das erstmal zum Test. Ich mache jetzt mal 3. Ich glaube nicht, so viel Platz hat man da gar nicht. 3. Ne? Das sind einfach 3-mal außenrum, macht das Submit. So, da ist es. Da habt ihr euren Kreis. Und was ihr jetzt macht, ist hier. Download Save Game. Wenn ihr da draufklickt,
hat er das, den Namen, den er eben benutzt hat, und macht doch noch einen Unterstrich-Kalkulator dran. Also er tut nicht euer aktuelles Savecam irgendwie manipulieren, das habt ihr da nur reingeladen. Er bietet euch ein neues File an, das speichert ihr ab. So, guckt, macht er jetzt, der kompiliert das, kommt gleich das Download-Fenster, wo soll es denn hin? Und dann legt er das Ding in euren Savecam-Folder. Da legt er das rein, Moment. So, und jetzt kommt hier was ganz Wichtiges. Achtung. Wenn ihr das Savecam in den Savecam-Ordner gelegt habt und Cloud-Saving benutzt, dann sagt das Spiel jetzt natürlich, hey, hör mal zu, was hast denn da, da ist doch was Neues drin. Was stimmt denn jetzt, das, was in der Cloud liegt oder das, was hier lokal auf deinem Computer liegt? Aktueller ist das, was auf dem Computer liegt und nicht, was in der Cloud sind. Hier seht ihr das, wann ich dieses Tutorial gerade aufnehme. 7.11 Uhr morgens habe ich das abgespeichert und das um 7.16 Uhr ist das Tutorial-File, eben was mit Calculator genannt wurde, das hier. Ganz wichtig. Ihr sagt jetzt das in die Cloud hochladen. Alles andere bleibt davon, wenn ihr jetzt sagt, auf den Rechner runterladen, holt ihr diesen Stand von 7.11 Uhr zurück und leider ist es zum jetzigen Zeitpunkt immer noch. Er spiegelt auch auf der lokalen Festplatte den Stand von 7.11 Uhr wieder. Das heißt, das, was der Calculator gerade angelegt hat, ist weg. Deswegen aber, bevor ihr da rumdoktert, macht erstmal noch ein Backup. Ne? Also ich sage jetzt hier, das, was auf der Festplatte bei mir lokal liegt, ist aktueller. Das bitte in die Cloud hochladen, so bitte. So, dann lädt der Kram und dann ladet ihr, ich zeige euch das jetzt mal kurz, wie es aussieht, dann wird da jetzt mal schnell der Spielstand geladen, den wir eben manipuliert haben. Das ist jetzt hier, fortsetzen, ich mache immer auf Laden, pass mal auf, fortsetzen. Oh, Entschuldigung. Da ist jetzt der neue, der Calculator. Müssen wir mal gucken, ob ich den richtigen jetzt geladen habe. Aber jetzt seht ihr das gleich. Moment. So. Da. Fix it. Hat OS geladen. Da ist er. Easy. Oder? Und ihr habt ja gesehen, wie groß ihr das machen könnt. Wir hatten ja drei eingestellt. Hier seht ihr das. Das ist das Ding, was wir uns ausgesucht haben. 1, 2, 3. Ja. Der Calculator benutzt immer so viel, wie er braucht, damit der, so viel wie er da eingestellt hat, die Foundations da setzen kann. Wenn ihr da jetzt 20 macht oder 30, dann habt ihr da drin Unmengen von diesen Dingern. Eigentlich braucht ihr, wenn ihr einen Zylinder macht, braucht ihr dann nur die äußeren. Ihr könnt jetzt die einmal weglöschen. Den natürlich nicht. Warte mal. Immer nochmal neu. Warte mal. Den. Die Dinger. Die könnt ihr wegmachen, wenn ihr denn wollt. Weil das wird ja irgendwann, ich habe ja mal gesagt, die Engine hat ja eine ziemliche, irgendwann, die hat ja ein Limit. Irgendwann ist die Anzahl erreicht und dann leckt das Spiel rum. Und das kriegt ihr dann nur noch behoben, wenn ihr eigentlich wieder Gegenstände löscht. Oder nur ein Spielchen anfangt. Das ist ja das Problem. Deswegen muss ja sowas da nicht sein. Es geht ja darum, dass ihr einen Kreis habt. Und dann könnte er die Anzahl ein bisschen verringern, indem er das dann so macht. Ja, wenn ihr da in der Mitte noch irgendwas hinstellen wollt. Weil die, die jetzt außen den Kreis haben, die haben ja keine Kollisionsabfrage. Das kriegt ihr ja trotzdem zu. Ja, hier. Aber ihr habt dann deutlich weniger Foundations in dem Kreis, vor allem wenn er den größer baut, als der jetzt hier zum Test. Ja, rein als das, was wir da vorher hatten. Und ihr könnt in der Mitte besser die Sachen platzieren. Ne? So macht ihr das. So, wenn ihr euch Zeit sparen wollt, sagt, da ist einer. Wisst ihr Bescheid, ne? Und außen gibt es natürlich hier die Wände. Ne? Darum geht es ja. Da könnt ihr den Zylinder hier bauen. Ja? Also der jetzt so jetzt natürlich nicht. Ne? Wisst ihr Bescheid. So macht man rund bauen. So, bis gleich. Wir müssen noch einen Drohnenport bauen. Da, ich habe jetzt den alten Spielchen wieder geladen, ohne den Zylinder. Den brauche ich ja nicht. Ne? Warum? Den habe ich jetzt hier geladen. Da steht er noch. So, habt ihr also gesehen. So, den machen wir weg. Und müssen einen Drohnenport bauen. Was brauche ich davon nochmal? Diese Dinger. Was noch? Ach, die schweren Rahmen. Den setzen wir jetzt da oben drauf. Die einen kriege ich hier. Huch, ach, ich habe den hier wieder an dem Ball. Will ich jetzt nicht. Ich will den. So. Die holen wir jetzt mal gerade schnell hier ab. Die Teile. Ja. Zack. Na komm. Das können Sie immer mal gebrauchen.
Zack. Und jetzt brauchen wir noch die schweren Rahmen. Die hole ich noch und dann gehen wir aufs Dach. Irgendwann sollte ich mal die Gangway hier weiterbauen. Das ist... So, warte. So, dann gehen wir hier mal durch und da durch und dann sind wir nämlich hier oben. Na, hier komme ich ja interessanterweise hin, ohne Schwebeding. Hier oben hin. Gut, da unten durch die Pipe sowieso. So, jetzt... war hier irgendwas drin, was wir irgendwann mal brauchen? Eigentlich nicht. Und das Gelumpe steht da. Also da. Jetzt haben wir hier zwei... 1, 2, 3, 4. Die steht eigentlich schön in der Mitte. Das heißt, wir machen das Ding so. Stellen den so hin. Ja, machen den mal... Warte mal. Wir machen den mal so. Oder? Nee. Wir machen den aber so. Ich mache den mal hier zu, warte. Und setzen den Drohnenport hier. Mit der Leiter. Eins weiter. So. So. Irgendwo. Da sind sie. Das ist natürlich... Der hat einen Ausgang. Da ist er. Da. Ah. Warte mal. Den machen wir jetzt hier weg. Batterien braucht der hier nicht. Ach, der ist ja geil. Warte mal. So. Harvest. So. Machen den hier nochmal zu. Mit der gefakten Foundation. Der ist, Ne, die Eckkrankheit, wer ist es dann nicht? Was war denn das immer? Ich, jedes Mal bin ich hier... Der ist es. Der, genau. So. So. Die lasse ich noch nicht. Dann kommt da nämlich dann noch eine Wand hin und dann machen wir das Ding zu. Flupp. So. Ja komm, dann kannst du auch gleich da... Ja. Und so viel macht der eigentlich nicht. Was, du bist jetzt ein Fünfer, ne? Brauchen wir eigentlich nicht. Du kannst ja eigentlich auch ein Einser sein. Den tun wir jetzt auch... Ja. Machen wir da auch ein Einser dran. So. Das passt schon. Du gehst rein, genau. Eins, zwei. Zack. Jetzt läuft der erstmal voll. So viel tun wir übrigens von den Dingern gar nicht herstellen, wie wir aktuell verbrauchen. Du zu. Und dann kommt hier eine Wand hin. Und hier ein Aufgang. Ja, das bleibt nicht so. Der braucht aber auf jeden Fall... Wir müssen ja nochmal... Ich gehe nochmal hier. Hier kann ich ja eigentlich schweben, ne? Hier mache ich mal eine Schwebung. Nein. Hier machen wir eine Verschwebung. So. Comply. Ist ja kein Mast in der Mitte? Nee. Okay. So. Wo steht denn das Ding da? Toll. Komm. Harvest. So. Oh. Nein. So. Sieht man es nicht so. Dann kommst du da hoch. Machen wir das mal so. So. Ja. Wo ist denn der Anschluss? Da ist der. Harvest. So schräg rüber will ich eigentlich nicht. Warte mal. Dann machen wir doch mal hier so in die Mitte. Scheiße. Warte.
Scheiße sagt man nicht, ich weiß. Nicht nachmachen, Kinder. So. Den weg. So und so. Drum, ne? Wie heißen denn die Dinger? Verstärkte Rahmen, ne? Schwere modulare Rahmen. Mhm. Schwere Rahmen, sag mal jetzt mal. Out. Ich nenne die immer nur out. So. 19, 20, der braucht aber lange. Du machst eigentlich 60 die Minute, hätten da nicht schon. Egal. So, da haben wir den. Machen hier nochmal zu. So weit, so gut. Alles klar. Dann haben wir das. Das passt. Den machen wir hier. Warte mal, wie können wir dann? Wir könnten doch eigentlich hier nochmal schnell. Gib mir mal so ein Ding. Organisation. Naja. Den kriegst du nämlich da dran. Na? Comply. Ja, wieder geil, oder? Hier. Da will ich aber nicht. Ich will den ja hier hinten haben. Mensch! Harvest. Hier. Ihr macht das. Es ist die Ausrichtung der Foundation. Dies ist dieser Pfeil, den ich euch gerade gezeigt habe, da in dem Calculator. Das ist die Ausrichtung dann. Ach ja, jetzt. Warte mal, dann machen wir das mal mit dem. Machen wir das mal. So. So. Harvest. Der doch nur eins laden gemusst. Krieg ich den eigentlich da dran? Nee. Mit dem Dings kriege ich ihn da dran. Das testen wir jetzt noch. Wartet mal. Machen wir mal kurz noch einen Test. So. Zack. Alt müsste das sein. Jupp. Guckst du. Ja. Harvest. So. Gucken. War ja auch nicht doof, ne? So. Warte, den machen wir jetzt. Jetzt machen wir hier auch noch. Komm. Den machen wir jetzt schnell hier auch noch. So. Dann müssen wir halt alles seine Richtigkeit haben hier. So. Wenn wir nur zu helfen wissen, ne? Alles klar, bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann geht's vor Ort und dann tun wir diese Rahmen da herstellen, die wir danach brauchen. Bis dann, ciao.